Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Subsistence Staffel 2. Diesmal Multiplayer-Modus mit dabei. Ein treuer Zuschauer, der Heiko. Hallo, Heiko. Hallo. Er ist ein bisschen leise, liebe Zuschauer, nicht wundern. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich verstehe ihn gut. Wir wollen zusammen diesmal im Multiplayer-Koop-Modus Subsistence bestreiten. Und zwar ist das Ziel gesetzt, dass wir erstmal Richtung neue Map gehen, also neuen Map-Abschnitt. Sieht man ja noch gar nichts. Dort, wo der neue See ist. Und dort wollen wir uns dann quasi ein neues Zuhause aufbauen. Genau, ich bin an der Stelle, wo ich in meinem Singleplayer-Modus die Hütte gebaut habe. Ein bisschen. Also quasi. Ja, dran, da praktisch an einem Felsen. Da vorne am Strand, also wenn man quasi ein Felsen ist, den du nicht hochklettern kannst. Ja. Ja, pass auf. Schon, pass auf, ich latsch mal links rum um den See. Sammel schon mal ein bisschen Loot ein. Genau. Wir befinden uns momentan in der Alpha 53. Es sind neue Tiere dazu gekommen. Es gibt jetzt Wildschweine. Und ja, mal gucken, was es sonst noch so für neue Überraschungen gibt. So, aber wie immer in Subsistence erstmal looten, looten, looten. Das stand schon im Duden. In Zukunft soll das Format auch wieder als Wochenend-Livestream laufen, an einem Samstag oder Sonntag. Das je nachdem, wie wir Zeit finden, immer in der Mittagszeit. Guckt einfach mal rein, ob ich gerade live bin oder nicht. Also entweder samstags oder sonntags wird es dann in Zukunft eine Stunde live geben. Und es kommt auch bloß eine Folge pro Woche. Für mehr finde ich momentan einfach nicht die Zeit. Mist, jetzt habe ich schon... Konnten die Wölfe auch schwimmen? Ja, also im Wasser schwimmen. Scheiße, okay, ich sterbe. Sehr gut, geht schon gut los. Naja, hab's ja lange nicht gespielt. So, jetzt bin ich völlig, woanders gespawnt. Bin ich denn jetzt? Ach du Schreck. Oje, oje, oje. Ich befürchte Schlimmes. Ich bin jetzt, glaube ich, schon im neuen Kartenabschnitt. Hast du denn viel gesammelt? Nö, nö. Ich lasse das jetzt auch liegen. Scheiß drauf. Das Problem ist, wie finden wir uns jetzt? Weil ich bin jetzt völlig woanders gespawnt. Du musst dich orientieren beim neuen See. Der noch eine Base dort oberhalb von die Kanten praktisch am höchsten ist. Da brauchen wir eine Base. Das ist ein Blockenwald vor. Und am besten in der Nähe vom Blockenwald ein bisschen rum. Wenn er langsam hingelatscht. Alle sind, was ich finde. Jo. Umbauen. Brauchen Essen. Fasern sammeln, Fasern sammeln und Fasern sammeln. Das sieht so aus, als wäre ich schon im neuen Kartenabschnitt. Und dann Busch raschelt der? Wie bitte? Im Busch durchlaufst, raschelt der? Busch. Der Busch? Ob der raschelt? Ja, ja, der raschelt. Ein bisschen nervt. Alten Modus macht er es nicht. Kannst du vielleicht noch ein Stückchen näher an dein Mikro ran? Ja, es geht. Besser? Ah, oh, hier ist ein Bär. Bären, Pumas, hier ist alles am Start. Hast du gerade nur im Blick? Am besten dann hier vom Blockenwald ein bisschen da, damit man dann finden wir uns. Kommen wir zusammen, ne? Ja. Besser halt. So, mal gucken. Da ist ein See, ich glaube. Ist ja nicht überfehlt, also das ist ein einziger See. Das muss halt unser Alter. Ja.
war bloß der Hälfte einer Off-Aue, ja, von der Off geht alles, dann ist der größer. So, ne, hier, das ist so ein etwas kleinerer. Bisschen mehr mit ein bisschen mehr so. Ich glaube, ich muss links an dem vorbei. Oh, keine Ausdauer mehr. Ärgerlich. Ah ja, hier ist dieser komische Zaun. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Muss bloß mal mich ein Stückchen langsamer bewegen, weil meine Ausdauer gerade abkackt. Du bist in der Hauptsturm ungefähr? Ah, da ist er. Hab den großen See gefunden. Wie ist denn das hier mit der Lootverteilung an dem in dem neuen Gebiet? Ist das ähnlich oder ist das ein Wildschwein? Also sind es mal Zahlen, da sind es zu viele und dann sind es mal ja nicht aus an meinen Fest. Okay. So da ist es eigentlich. Laut kann ein bisschen laufen und am besten ist grünes Tal. Da findest du viel Fasern und auch Fliegen. Ja. Du baust Tal, wo du praktisch auch nicht schwimmst. Wo willst du an dem See bauen? Da oben auf dem Berg, der höchste Punkt. Am Wasser. Wo der Birkenwald ist, dahinter. Also ah, ja, praktisch Mammut und Birkenwald und dahinter Richtung Strand. Hohe Klippe. Und da baue ich raus. Da bin ich gerade. Ich bin quasi jetzt momentan in dem Birkenwald. Da ist man hier farmen, schon Holz farmen, aber wir machen vier Holz hier gemacht. So viel ein paar Bären sind da, ja, drei, vier Auto drin. Im Essen, Peter, und dann passt es. Ja, ich sammle ja erstmal standardmäßig alles ein. Ja, ich hab Plan, so wie meine alte Base oder unsere alte Base ist, also meine Frau und mein Kind. Dass die anderen im Wasser stehen, wisst ihr? Mhm. Dann schön mieten gehen und andere machen keinen Schaden. Und dann brauchst du Wasser und Bahn da und kommst nach Hause und dann kannst du dann schön die anderen zuschicken. Also ich hab jetzt erstmal die Jäger so eingestellt, dass die noch nicht angreifen. Aber die spawnen ja eh erst nach drei Ingame-Tagen, ne? Erst wenn du BCB zusetzt. Die kommen nur keine. Ja, cool, endlich mal wieder Subsistence. Da werden sich auch einige Zuschauer freuen. Es ist schade, dass man dich so schlecht versteht, Heiko. Ja, das ist halt ein bisschen komisch, ja. Also, ich bin ein bisschen Profi drin, also mit der Technik hier. Schon PC, also, ja. Aber du willst ja auch kein Headset tragen, sonst hätte ich nämlich eine coole Kaufempfehlung für dich, was Headset betrifft, was ziemlich gut klingt vom Mikro her und was auch einen optimalen Sound macht. Die Sommerschicht, die wir mal holen. Die hat den Daumen 8 von der Weißen. Ich stream dann ein bisschen. Ja, aber ich mache hier so ein bisschen. Das ist ja. Ja, schon. Ich muss halt auch den Daumen 8 von der Weißen nehmen. Also ein Subsistence-Stream, wenn du schon mal ein bisschen besser. Und Hauptsache ist ja heute, ne? Ah, hier ist auch noch ein kleiner See. Ach cool. Im Mittelpunkt, ja, in Sonne. Der ist ja geil, den kenne ich ja noch gar nicht. Natürlich, ja. Am Zaun ist Ohr, oder? Oh, mein Ziel. Na, ich weiß es nicht, ich habe hier so ein. Am Zaun in der Nähe, ne? Nee. Das ist der Tümpel in der Halbzeit, also praktisch in unserer Base bis zum Puma so in der Hälfte ist der. Ah ja. Da um die Schneekante sind drei Stück auf einem Fleck. Mit Schlammfuß hast du alle drei auf einem Fleck. Was? Naja, dann fangen wir mal an hier mit Holz sammeln. Schon mal Tauwerk machen in der Zeit. Ach so, ich habe noch gar nicht so viel Fasern gefunden. Ey. Ja,
ja meistens verloren. Ich latsch mal ein bisschen an die südliche Spitze von dem See. Ich glaube, da gibt's ein bisschen mehr Loot. Also links und rechts vom See hast du praktisch also einen großen Teich, hast du links und rechts also so eine Spitze. Dann kaum Tiere, meistens nur so ein Wolf, und das ist auch schön fahren. Im Mittel von dem See ist eine Insel, findest du keinen Wolf oder sowas. Wäre praktisch so ein Anfänger, wäre es gut da zu lügen, also zu laut. Ah, hier ist doch. Ist auch geil, Materialkisten, super. Ja, zu zweit farmt es sich dann auch schneller, ne? Ja, am besten, wenn du in 12 verschiedene Richtungen gehst, kannst du mehr ab. Und das Coole ist, dass man, wenn man die Base dann zusammenbaut, dass man sich ja den ganzen Strom und so, das kann man sich ja dann teilen. Ja, wenn der Strom da ist, ist ja für ihn alles für ihn. Ist dann also Strom bauen wir auf 10.000 und Masse auf 1.000. Ja. Wenn jetzt so um die 25 plus und Trader mindestens 15, dann wird man dann gestellt werden. Die Massefabrikator, Masseumwandler, wollen wir dann zu mir. Also, ja, müssen wir stellen mal durch. So, ich kann mal abklatschen. Haufen rein. Trauben, ich meine natürlich Blaubeeren. So, dreckiges Wasser haben wir euch schon mal. Da ist die nächste Kiste. Wie weit bist du noch entfernt vom neuen See? Also der Hälfte und dann im Tal. Alles klar. Ich höre, wenn du Holz hackst, das ist lustig. Oh mein Gott. Kennst du Haubi? Nee. Nee. Also die Map ist dann dominant, also praktisch im Tal, Osangsee und Südsee und so was. Da kann man ein bisschen aus. Man kennt es schon. Geil. Ich höre echt, wenn du Holz sagst, das ist cool. Da weiß ich immer, dass. Da weiß ich immer, dass du nicht faul bist. Aber brauchen wir das mit der Ostern zu und von daher. Ja, wie gesagt, kannst du mal drüber nachdenken, über ein neues Headset. Das Ende, was ich habe, ist nicht schlecht. Man lässt mich schenken. Steam oder meine Aufnahmen. Okay. Wir brauchen mehr Loot. Es tut uns so gut. Das ist schon sehr gut. Kurz auf die Karte gucken. Ah ja. Das ist übrigens cool, dass sie jetzt hier eine Karte eingeführt haben. Ich weiß, wenn du jetzt schon fortgeschritten bist und hast eine neue angefangen und machst dann eine neue Upgrade darin, das ist alles wieder auf dich. Naja. Aber das ist ja nicht schlimm. Das gehört ja dazu. Aber wenn du auch bist, kannst du warte in Gewehrmodus, kannst du ein bisschen ranzoomen. Ja. Wenn du die Hand hast und machst da Zoom und wenn du Karte hast, ist ein Zoom. Ah, okay. So, und wenn du jetzt normal hast, hast du die Karte höher, siehst du klar. Die blöden Bären und die Wildschweine fühlen, so. Das ist das. Bin ich schon
So eine Spitzhacke, kann ich mir denn so, schon so eine Spitzhacke bauen? Nee, dafür brauche ich noch Metallschrott. Aber ich kann schon mal anfangen, Seile zu craften. Tauwerk. Und dann auch langsam Pfeil und Bogen, aber dazu brauche ich auch Nägel für die Pfeile und Federn. Da liegt Schnee. Naja, da müssen wir halt noch ein bisschen looten. Nützt nichts. Ich sehe gerade keine Kisten. Ach schön, wie das hier auch so rauscht in den Bäumen. Ich liebe dieses Spiel. Für viele ist es wahrscheinlich zu langweilig, aber ich finde es geil zum Entspannen, zum Runterkommen. Kannst du wieder bauen, kannst du in eine Richtung oder tiefen Höhen, kannst du da alles machen und ich finde das auch geil. Jetzt mit deiner Grafik da alles ist schön. Baut aber sehr, sehr schnell. Ja. Oh. Hä? Jetzt hab ich keine Ausdauer mehr, so ein Scheiß. Ein Bär ist hinter mir her. Aber noch rennt er nicht. Noch ist er easy. So, jetzt bin ich bei dem kleinen runden See zwischen den Maps quasi. Also zwischen dem alten Gebiet und dem neuen Gebiet. So, da hau ich mir hier mal so eine Larve rein. Ein Energieriegel wäre mal geil, aber irgendwie habe ich hier bisher noch keinen gefunden. An sich wenig Loot heute. Wo bist du jetzt ungefähr? Also du bist schon an dem neuen See oder was? In den alten See, hatte den kleinen, bevor der neue Gebiet abfängt. Da bin ich. Ich bin im neuen Gebiet. Geht's wieder auch bei uns? Oh, bist ja rasch. Naja, bisher sehe ich dich noch nicht. Aber wir werden schon zusammenfinden. Da bin ich sehr zuversichtlich. Oberhalb, ne? Aber sind denn hier keine Lootkisten? Was ist denn hier los? Das Spiel ist heute geizig. Ich glaube, ich gehe langsam wieder Richtung See. Oh oh. Bär, bleib ruhig. Einfach keine Lootkiste. Was ist denn hier los? Das nervt.
Immer meistens, wenn was für ein Wildschwein. Okay, da ist ein Bär, da ist ein Bär. Ja, viele Bären. Dammig. Ja, Bären sind die gut um die Ecke. Auch schön mehr für Fleisch. Und Fett. Ja, das stimmt. Fleisch und Fett. Die sind ja nicht morgen dann mehr als die Schwarzbären. Ja, ja, die Schwarzbären, die sind eigentlich für den Arsch. Also Level 1 also, die schießen ja nicht gern. Also wenn man sein muss und sonst gerade mal Hunger habe, wie man Fleisch braucht oder ansonsten. Aber jetzt mal ohne Quatsch, ich finde ja einfach keine Kisten mehr. So, nochmal kurz schauen. Ich muss mehr in die Richtung. Hast du schon? Und die Ausdauer. Oh Gott. Habe ich hier irgendwas zu essen? Nee. Ah, hier. Zwei nebeneinander. Herrlich. Aber nur Scheiß drin. Ich glaube, ich crafte mir mal den Bogen, wenn ich das schon kann. Stöcke brauche ich. Dann machen wir uns Stöcke. Sorge. Und dann können wir uns schon mal das erste Huhn schießen. Mal kurz auf die Karte gucken. Ich bin ja schon wieder völlig falsch gelaufen. Hier habe ich gerade Blaubeeren gesehen, die nehmen wir mit. Da muss ich lang. Ach, auch noch ein Wolf. Ja, ja, bleib ruhig. Bleib ruhig. Ja, ich bin nicht bei YouTube, der läuft. Zu hören und wir auch zu spielen sehen, das ist gut. Aber wir haben schon zwei Fans. Zwei Fans? Die, ja, die sich halt angucken werden. Ah, cool. Meine Frau und meine oder ich lad Link schicken und meine Frau ist jetzt daneben praktisch. Geht um, okay. Okay. Ja, mich auch. So, da habe ich zumindest schon mal einen Bogen mit 4 Pfeilen. Da kann ich mir doch gleich mal einen Huhn schießen. Und ich brauche dringend einen Huhn. So einen Wolf werde ich ja wohl kaum mit 4 Pfeilen totkriegen, oder? Dann triffst du halt einen 3. Echt, wenn der Bogen auf Stufe 1 ist? Ich meine, ist der Bogen kann sich auch werden. Bleibt so wie er ist. 30 Schaden. Also dreimal ist der Wölfer nur 5 Schaden. Den Wölfer ist der Wölf tot. Was den Bogen kann man nicht mehr aufwerten, aber das ging nochmal, oder? Ja, den anderen, den Fixbogen, den du Wölfer machen kannst. Ach, den kannst okay. Und der einfach hier, der hier nicht. Ah, okay. Das dauert noch ein bisschen, den Fixbogen machen. Das finde ich ja natürlich. Kein Huhn und nicht. Ja, zumindest bin ich auf dem richtigen Weg. Wir brauchen Hühner. Oder ist? Auch Fisch. Zur Not schieße ich mir wirklich einen Wolf. Hauptsache, der beißt mich nicht. Jetzt bin ich ja gleich wieder infected.
Und wenn wir jetzt auch ein bisschen gerade stellen, dass es dann nicht so wellig ist, aber so rumkrabbt, immer schön gerade ist halt. Dann ist so rumpackt und dann so Wellenlauf und dann schießt du mal. Wenn du ihn tatsächlich triffst, dann hat er dich. Das ist das Problem. So, ich bin jetzt wieder am neuen See. Da ist eine Kiste. Die hole ich mir natürlich. So, jetzt brauche ich auch wirklich Fleisch. Da ist ein Wolf. Den müssen wir jetzt killen. Ich hoffe, wir kriegen es hin. So, mein Guter, wo bist du? Hab ich doch gesehen. Oh nein, ich hab noch daneben geschossen. Nochmal daneben, naja, okay. Mit zwei Pfeilen krieg ich es nicht hin. Oh, ein Scheiß, ey. Okay, ich hab'n. Gute. Wand anlegen. So, ich bin zum Glück nicht infected. Leichten Schaden. So, dann bauen wir uns mal ein Lagerfeuer schnell. Sonst erst mal auf die große Wände, ich baue schon Fundament. Wie baut man denn nochmal ein Lagerfeuer? Bin ich doof? Ach ja. Dann haben wir bei der Picke oder was das? Ja, ich bin halt jetzt auf der anderen Seite vom See und ich bin halt kurz vorm Verhungern. Also ich muss jetzt hier schnell eins bauen. Die ist nicht schlecht. Und dann sind wir erstmal satt und zufrieden. Ach, ich kann es ja gar nicht anzünden. Scheiße, warte mal, Anzünder war. Ja. Ja, der Anfang von dem Spiel war doch ein bisschen schwer. Ich erinnere mich. Ja, das ist problematisch. So, mein Feuer läuft da. So, Anzünder läuft. Dürfen wir es bloß nicht verbrennen lassen, das wäre fatal. Ich habe sogar noch drei Pfeile, das ist ja super. Dauert das schon immer so lange im Lagerfeuer? Das ist ja der Wahnsinn. Ah, ich seh dich. Da rum bist du. Ich bin auf der anderen Seite, genau. So. Trinken wir das mal, füllen nochmal auf, wenn wir einmal hier sind. Ihr seht gerade nicht, liebe Zuschauer, aber die Nacht ist hart. Fackeln gab es ja hier auch nicht, ne? Hier gibt es nur dieses blaue Licht. Das blaue Licht nervt. So. Jawohl. So, da haben wir schon mal das erste gegessen. Jetzt geht es uns wieder ein bisschen besser.
Aber wir brauchen mehr Fleisch. So viel ist Fakt. Na komm, so. Wasser nehmen wir mit. Blaues Licht. Wie hell ist das? Na, nicht so hell. Ah, Leute. Ich versuche jetzt mal irgendwie zum Heiko rüber zu kommen. Ich würde dir empfehlen, durch Wasser zu schwimmen. Ja. Geht da das blaue Licht auch? Ja, wunderbar. Dann schwimmen wir jetzt mit blauem Licht durchs Wasser. Oh, er friert. Naja, das schaffen wir schon. Gesundheit ist bei 62. Oh. Könnte schon wieder eine enge Geschichte werden, Leute. Ja, wir geben unser Bestes. Ah, sieht gut aus, schaffen wir. Gibt's bei dir irgendwie Hühner dort? Schlecht, aber ich habe Hühner gefunden. Und so. Hast du schon Pfeil und Bogen? Ja. Also, das ist hier was. Dann könnten wir ja vielleicht zu zweit einfach auf den Berg gehen. Ja, einen Berg schaffst du nicht. Hey, okay. Du brauchst mindestens 6 Pfeile für und ja, die müssen hin. Ohne Schrotti ist das richtig für euch. Gut, also vielleicht ein Schrotz eventuell. Lieber ein Wolf oder mal gucken, ob ich andere auch nicht kraften kann. Ein bisschen Fischen können. Sei gegrüßt! Du hast da ja schon eine Kiste gebaut. Ah, herrlich. Sieht aus wie ich. So, Samen. Okay, ich brauche unbedingt Eiweiß. Ist hier irgendwo noch ein Wolf? Oder am besten wäre ein Huhn, weil ich ja auch Federn brauche. Ja, die Nacht ist schlecht zu jagen. Ja, da hast du recht. Gerade die Schwarzbären und die Braunen werden aggressiv. Ja, außerdem friere ich. Bleib mal hier ein bisschen am Feuer. So, Bretter und so, das kann ich ja alles hier schon mal rüberhauen. Brennstoff. Naja, ich hack wenigstens mal Holz, damit ich wenigstens irgendwas mache. Kann der eigentlich das blaue Licht und das Beil nehmen? Ne, das kann er leider nicht. Schade. Oh, da ist ein Wildschwein. Kriegen wir das platt? Vier Pfeile. Rennt das weg, wenn wir drauf schießen, oder kommt das auf uns zu? Nicht, ja. Mist. Okay. Au. Das hat mir ein Bein gebrochen. Ich bin gleich tot. Und ich blute und ich habe keinen Verband. Die macht man gleich nochmal einen Verband. Ja, warte hier. Ja, mit Tierhaut. Ja,
Fettspeise. Danke. Das war knapp, Leute. Acht Gesundheit. Und jetzt habe ich keine Pfeile mehr und nix. Boah, der Sonnenaufgang ist übel schön. Das ist vielleicht mal bei dir im Feuer drin, kannst du essen. Wie viel Fleisch hat das gebracht? Ein Schnitzel, Alter, ein Sollett. Echt? Das ist aber essen. Gut. Ist aber nicht viel. Das sind ja drei Fett. Das sind gut. So, da trinken wir mal einen Schluck. Ach, das ist neue Schweinekotelett. Ah, geil. Macht sogar einmal Obst und Gemüse voll. Nicht schlecht. Frau sagt gerade, ist fast so gut wie Leber. Boah, ist das geil. Ein Pfeiler. Ja, da müssen wir Federn finden. Nützt ja nicht. Boah, das dauert ja ewig auf dem Lagerfeuer. So, jetzt ist gar, ne? Essen. Ja, ich würde sagen, liebe Zuschauer, die erste Nacht haben wir erfolgreich geschafft, gerade so. Ich werde jetzt mit dem Heiko noch ein bisschen offscreen farmen, dass wir einfach für den nächsten Livestream, der dann am Wochenende kommt, dass wir schon mal ein bisschen Zeug zusammen haben. Und ich denke mal, es werden dann schon die ein oder anderen Wände dabei sein an der Hütte. Ey, cool, du bist ja sogar tätowiert. Ja. Die warten ja eigentlich Außensicht. Gab's hier sowas nicht? Oh. Au. Ah ja. Boah, ich sehe ja ganz schön bescheiden aus. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Reingucken. Wie gesagt, am Tonproblem werden wir noch ein bisschen arbeiten, dass er den Heiko besser versteht. Und wir sehen uns dann spätestens im Livestream. Bis dahin, macht's gut und danke dir, Heiko. Ja, tschüss.